Christian Lehner, wir stehen jetzt bei dir im Parkcafé im Biergarten. Nach knapp 2 Wochen wieder alles zu. Warum? Ja, wir haben jetzt 10 Tage aufgesperrt. Für das Aufsperren hatten wir 3 Tage und Nächte Zeit, das vorzubereiten. Das war ein bisschen wenig Zeit. Wir konnten gar nicht die Zeit nutzen, mal durchzukalkulieren, wie das eigentlich funktioniert. Während dann der Betrieb geöffnet war, haben wir mal festgestellt, was wir da eigentlich gerade tun. Wir haben aktuell dann 18% unserer normalen Kapazitäten bedienen können. Also man kann sich einfach mal überlegen, was das im Vergleich zum normalen Betrieb an Bestuhlungsfläche darstellt. Und von diesen 18% haben wir auch gerade mal die Hälfte an Auslastung gehabt. Also kann man noch weiter runterrechnen. Und dann kann man sich mal überlegen, was da passiert mit so einem Riesenbetrieb, wie unserer hier eben ist. Da ist da kein Blumentopf zu gewinnen. Jetzt war da groß von Finanzierung gesprochen. Was ist dabei rumgekommen? Wir haben Fördermittel beantragt, wir haben die Soforthilfe natürlich beantragt. Irgendwie ein Teil ist schon da, ein Teil ist irgendwo in der Versenkung verschwunden. Jetzt haben wir heute in der Früh die nächste E-Mail bekommen, dass wir noch bis zum Ende des Monats, also noch 3-4 Tage Zeit haben, da jetzt nochmal nachzuarbeiten. Ob da noch was kommt, wird man sehen. Derzeit schaut es eher schwierig aus und daher halt unsere ganz nüchterne Entscheidung, jetzt den Betrieb erstmal einzustellen. Werden da noch weitere Wirte folgen? Ich hatte gerade eine mehrstündige Online-Sitzung mit mehreren Kollegen, auch wirklich namhafte und Großgastronomen dabei. Und wir sind eigentlich alle einer Meinung, dass das, was wir hier gerade machen, keinen Sinn macht. Wir bringen jede Minute, jeden Tag Geld mit in den Betrieb und zahlen dafür, dass wir aufsperren können. Das ist einfach dann unser Geld, unsere Geldreserven, unser Erspartes, das ist alles endlich. Und man kann sich eigentlich jetzt an ein paar Händen runterzählen, wie lange das dann noch gut geht, bis wir dann final komplett zusperren müssen. Daher jetzt wirklich dieser drastische Schritt, komplett erstmal den Betrieb runterzufahren, einfach um die Kosten zu minimieren, um nicht jeden Tag noch mehr Geld durch die Finger laufen zu lassen. Gut, das ist ganz einfach. Man muss dann natürlich überlegen, was wir in so einem Riesenbetrieb an Energie, an Pacht, an Personal, an Warenkosten einfach bewegen. Und wenn man dann halt einfach rechnet oder sieht, was eben dann an Gästetraffic passiert und an Kundenfrequenz passiert, dann das trägt sich einfach nicht. Also das ist ein ganz nüchternes Excel-Sheet. Und wir waren auch voller Euphorie und haben uns tierisch gefreut, dass es endlich wieder weitergeht. Die Mitarbeiter waren dabei, wir haben uns gefreut. Das war die ersten Tage auch eine unglaubliche Euphorie bei den Gästen zu spüren. Das hat aber in der zweiten Woche dramatisch nachgelassen auf allen Seiten, weil einfach die Bedingungen, unter denen wir aktuell arbeiten müssen, sich auch wirklich täglich ändern. Also wir haben jeden Morgen irgendwelche E-Mails bekommen und am Nachmittag nochmal eine E-Mail und wieder vom Freistaat und wieder von der Stadt München und dann wieder vom Hotel- und Gaststättenverband wieder neue Richtlinien bekommen, bis hin jetzt zu den völlig absurden Forderungen vom Bundesdatenschutzbeauftragten, wo ich dann eigentlich jeden Gast 2 DIN A4 Seiten lesen und unterschreiben lassen muss, damit er in aller Ruhe mal eine halbe Bier trinken kann. Das ist absoluter Humbug, das ist absolut absurd und das zeigt so leider auch das Scheitern der Bundesregierung in diesem Sinne, weil einfach hätten wir diese App mittlerweile, wie Singapur und wie es Indien haben und selbst Bangladesch hat eine, dann ist es halt doch eher ernüchternd, dass wir Wirte 2 DIN A4 Seiten pro Gast ausfüllen müssen. Das kann es irgendwie nicht gewesen sein. Also das ist fern jeder Realität. Was würdest du von unserer Stadtspitze wünschen? Ja, von der Stadtspitze hätte ich gern ein Signal. Ich würde gerne unseren Oberbürgermeister und die Kollegen aus dem Stadtrat gerne in Münchner Wirtschaften sehen, egal welcher Couleur, egal welche Richtung. Ein paar der Kollegen machen das sehr, sehr brav. In erster Linie ein Manuel Pretzel, der da wirklich sehr brav auch unterwegs ist, der in die Gastronomie geht, der Fotos online stellt und postet, wie er irgendwo ein Bier trinkt und einfach diese Normalität wieder zurück in den Corona-Alltag bringt. Das finde ich ganz toll. Auch hier vielen Dank, Herr Pretzel. Das ist einfach toll und das erwarte ich mir eigentlich auch vom Rest der Stadtspitze. Das wäre wirklich ein ganz tolles Signal für die Münchnerinnen und Münchner. Es wurden systemrelevante Betriebe gerettet. Wie schaut es da mit der Gastronomie aus? Ganz ehrlich, düster. Also während die großen Konzerne, während Sixt oder auch die Lufthansa und Co. Fördermittel bekommen haben in Milliardenhöhe, werden wir in der Gastronomie einfach am ausgestreckten Arm vergessen. Wir verhungern hier, wir haben hier keine Chance, wir haben keine sinnvolle große Lobby. Wenn man sich überlegt, dass wir aber 2,5 Millionen Bundesbürger stellen, die in der Gastronomie bundesweit arbeiten, wenn man sich dann noch überlegt, dass fast 1 Million Menschen nochmal um die Gastronomie herum ihr Geld verdienen mit technischen Dienstleistungen, mit IT-Ausstattungen,
mit Marketing, mit Grafik, mit Künstlern, ganz wichtig, Licht- und Tontechniker, die wir alle bezahlen und beschäftigen und in Lohn und Brot halten. Wir alle, ja, wir dürfen jetzt einfach mal schauen, wie wir über die Runden kommen. Für uns gibt es keinerlei Fördermittel. Wir sind aber ganz nüchtern ungefähr 4 bis 5 Mal so viele Menschen, die in der Gastronomie und um die Gastronomie herum bundesweit ihr Geld verdienen, wie gerade im Vergleich zur Automobilbranche. Und also da wäre jetzt mal langsam aber sicher ein Aufwachen in der Politik gefordert. Wir sind nicht wenige und wir sind alle Wähler und wir sind alles Steuerzahler. Also es wäre eigentlich auch mal ganz charmant, wenn man das auch mal so sehen würde und uns ein bisschen unter die Arme greifen würde. Wie schaut es aus in der Zukunft? Was ist geplant oder wie willst du wieder einsteigen? Wann soll es weitergehen? Wie es weitergeht, werden wir sehen. Wir werden jeden Tag, jede Nacht die Medien und die Auflagen entsprechend verfolgen, was ist da passiert, was ist da kommt. Für uns macht es einfach keinen Sinn, nur 2 Haushalte an einem Tisch bedienen zu dürfen. Für uns macht es einfach auch keinen Sinn, die Gäste da hier nach Ausweispapieren und Wohnadresse zu kontrollieren. Das macht einfach keinen Sinn, so wie es derzeit ist. Wir hoffen, dass sich diese Maßnahmen jetzt langsam aber sicher mal lockern, dass da ein bisschen mehr Bewegung reinkommt. Und wir werden hinter den Kulissen unseren Betrieb komplett in Frage stellen. Wir werden jeden einzelnen Handgriff nochmal durchkalkulieren. Wir werden jeden einzelnen Ablauf nochmal neu anschauen und werden eben schauen, dass wir hier dann uns praktisch neu erfinden und eigentlich als komplette Neueröffnung wieder ganz von vorne anfangen mit den Strukturen, die wir halt jetzt schon aufgebaut haben über 14 Jahre.